Herzlich willkommen, ihr Hasenscharten und Scheherazaden, ihr enthusiastischen Liebhaber guter Literatur. Willkommen auf meinem Kanal. Es gab jetzt 2 Wochen lang keine Videos mehr hier und das lag vor allem an der Lernprobe in Deutsch, an der praktischen Prüfung, die ich jetzt am Beginn dieser Woche noch absolvieren musste. Ich musste dafür sehr viel lesen, sehr viel schreiben. Ich war nervlich in einem ziemlich hohen Maße angespannt, habe wenig geschlafen, hatte dementsprechend auch keine Zeit und keine Muße für die Literatur und schon gar nicht für den Videodreh. Habe mich da also ganz bewusst mal zurückgenommen. Die Prüfungsstunde war sehr gut. Ich bin sehr zufrieden mit der Note, auch mit dem Gespräch mit meinen Prüfern danach und ganz besonders auch mit dem Verhalten der Schüler und der Klasse allgemein. Das war eine ganz tolle Stunde, eine schöne Harmonie und auch danach haben wir darüber nochmal geredet. Ich hatte der Klasse nämlich davor gar nicht gesagt, um was es gehen würde, dass es eine immens wichtige Stunde für mich sein würde. Ich wollte das einfach so auf uns zukommen lassen. Im Nachhinein war die Klasse dann aber doch sehr überrascht auch und sehr positiv mir zugetan, sodass sich da jetzt mal in den letzten Tagen eine nette Harmonie ergeben hat. Ja, liegt vielleicht aber auch daran, dass jetzt eben langsam das Jahr zu Ende geht, dass alle in die Weihnachtsferien schon schielen. Wir hatten hier am Freitag jetzt auch schon unsere Weihnachtsfeier, unsere Schulweihnachtsfeier. Ich bin dort mit dem Chor aufgetreten, was ja immer ein seelisches Blumenpflücken ist, mit den Jungs und Mädels gemeinsam Weihnachtslieder und andere Lieder zu trällern, ist so erhebend und macht irrsinnig viel Spaß. Also das waren für mich jetzt doch nach dieser sehr stressigen Phase der Prüfung noch sehr geruhsame, erholsame und emotional ganz anrührende Tage. Ja, außerdem habe ich noch meine Schulzuweisung erhalten. Ich hatte ursprünglich auch erwartet, dass ich eventuell nach Görlitz oder Bautzen oder Zwickau kommen würde, eben in die Städte, die es hier in Sachsen so gibt, denn ich hatte mich nur in Sachsen beworben. Aber aufgrund des massiven Lehrermangels, auch in Großstädten, was ich nicht erwartet hatte, bin ich in Leipzig gelandet und habe jetzt schon meine Schulzuweisung eben erfahren. Kann mich jetzt also auch darauf einstellen, wo ich hier hinziehen werde und wo es dann in den nächsten Jahren für mich beruflich dann auch weitergeht, beziehungsweise wo ich eben arbeiten werde. Auch das ist jetzt nach dieser langen Phase von 1,5 Jahren Ungewissheit und Unsicherheit etwas sehr Beruhigendes, dass man hier wirklich jetzt zwar nicht wirklich zeitnah, denn es beginnt schon bald, also zum 1.2. muss ich dann schon anfangen, aber jetzt doch zumindest noch 1,5 Monate vor der nächsten Tätigkeit erfährt, wo man denn dann sein wird. Ja, so viel vorneweg. Es gibt also gerade doch einiges Positives. Ich hatte auf der anderen Seite dann eher wenig Muße, hatte ich ja schon angedeutet, zum Lesen. Es sind auch nur 2 Bücher geworden. Die stelle ich euch allerdings natürlich dennoch vor. Es beginnt mit Knut Hamsuns Segen der Erde. Von Hamsun hatte ich vor einiger Zeit im Frühjahr schon Hunger gelesen und war von diesem Werk nachhaltig beeindruckt und bin es auch immer noch. Hierin in Segen der Erde, übrigens entstanden 1917, geht es um Isaac und Inga. Diese 2 zu Beginn noch jungen Leute ziehen in die Nähe eines Dorfes, sind also irgendwo im JWD ganz weit draußen und machen hier ein Stück Natur urbar. Sie bauen dort eben Kartoffeln an und bewirtschaften langsam einen Hof. Sie halten sich nach und nach mehrere Tiere. Es beginnt ganz, ganz klein und das hat mich zu Beginn des Romans stark an solche Spiele erinnert wie Banished oder Siedler oder Anno, falls einige von euch das kennen oder selbst gespielt haben. Seid ihr etwa im Bilde, wie das hier aufgebaut ist? Wir sind also wirklich von Anfang an dabei, von der Pike auf dabei, wie sich der Isaac und seine Frau Inga ein Haus bauen, erst auf Torf, aus Torf, dann langsam aus Holz, dann kommt ein Anbau dran, dann ein Stall, dann ein Gatter, dann wird das erste Vieh gekauft und so weiter. Das ist also wirklich eine sehr, sehr langsam und ruhig erzählte Geschichte von erstmals 2 jungen Menschen, die versuchen, sich irgendwie eine wirtschaftliche Existenz fernab der Stadt aufzubauen. Nach und nach kommen dann auch Kinder dazu, der Eliseus wird geboren, Sievert, Rebecca und Leopoldine. Und das geht eigentlich alles in einen sehr harmonischen Gang. Diese 2 Eheleute sind auch völlig zufrieden miteinander. Die Inga hat nur ein kleines Problem. Sie hat eine Hasenscharte. Und falls ihr, wie ich, dachtet, das erschöpft sich schon in dieser kleinen Narbe an der Oberlippe, weit gefehlt. Ich hatte jetzt auch im Internet recherchiert und falls ihr ein bisschen härter gesotten seid, härter gestrickt und nicht so leicht abzuschrecken seid, dann würde ich euch empfehlen, das auch mal zu googeln, wie eine Hasenscharte eben gerade auch zum Ende des 19. Jahrhunderts aussah, also dass der Kiefer auch durchbrochen war, also eine vermutlich massive Entstellung eben auch. Und die Inga hat immer die Befürchtung, dass ihre Kinder darunter auch leiden würden. Und daraus ergibt sich dann etwas, was dann doch über dieses Harmonische hinausgeht und den Leser auch stark mit der Frage auseinandersetzt oder ihn mit dieser Frage überrumpelt eigentlich, wie man sich selber wohl verhalten würde in so einer Situation. Da kommt also auch eine ganz dramatische Entwicklung noch in den Roman hinein. Auch andere Nachbarn gesellen sich dann in die Nähe des Hofes, versuchen hier eben
es dem Isaac und der Inga nachzutun. Da ist der Axel, da ist der Brede. Mit unterschiedlichem Erfolg gelingt es und das baut sich eben nach und nach so eine Dorfgemeinschaft auf, die eigentlich viel weniger von Problemen durchwachsen ist und durchzogen ist, als man das erstmal erwartet. Also ich als moderner Leser denke halt immer, dass hinter jeder Seite dann so der nächste Konflikt lauert und die nächste Übervorteilung und der Versuch, seine Nachbarn auszuboten. Weit gefehlt, da ist man hier also wirklich in einer ruhigen Geschichte beteiligt, involviert, die eher versuchen möchte, so diese Anfänge eines leisen sozialen Miteinanders aufzubauen und nachzuempfinden und verständlich zu machen. Und man muss hier also auch eine Lust haben und eine große Sympathie empfinden für eine ruhige Sprache, für wenig Dramatik, für wenige impulsive, schlimme Wendungen. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann kann diese ruhige Sprache, diese ganz ruhige Erzählung einen schon wirklich auch mitreißen und in sich ziehen, in die Mitte des Geschehens auch hinein transportieren und katapultieren. Mir hat das gut gefallen. Ich will aber auch nicht verhehlen, dass mir hin und wieder die Konfliktarmut auch ja, die Lektüre erschwert hat. Das war dann doch stellenweise ein bisschen ermüdend, ein bisschen langweilig. Da hätte ich mir manchmal mehr Wumms gewünscht. Ich möchte aber auch gar nicht jetzt so tun, als gäbe es überhaupt keine Konflikte. Barbro und auch Inga stehen hier immer wieder im Fokus, denn gerade an ihrer Sexualität wird auch ja, Hamsuns generelle, ich weiß nicht, ob Sexualitätsfeindlichkeit deutlich, aber es wird ja einfach klar, dass das Zwischenmenschliche gerade von Mann und Frau schon immer prinzipiell von Problemen durchzogen ist. Das hat mir hin und wieder dann aber auch nicht gut gefallen, weil die Frauenfiguren einfach alle sehr negativ gestaltet sind. Die Männer sind eher positiv und stark und urbar und kräftige Landerneuerer. Ja, sodass ich insgesamt sagen würde, es war eine gute Lektüre, die für mich aber nicht an Hunger heranreicht. Ich gebe dem Buch daher 7 von 10 Punkten. Weiter ging es dann mit einem Werk von Brigitte Kronauer, Der Schalk von Aachen. Brigitte Kronauer wurde mir jetzt hin und wieder von meiner Mutter empfohlen. Ich habe allerdings auch ihr neueres Hardcover in einigen Buchgeschäften ausliegen sehen. Das heißt irgendwas das Schäbige, das Schöne, das Schaurige, eine dreifache Alliteration auf jeden Fall. Ich habe mich jetzt aber dazu entschieden, erstmal ein etwas günstigeres Taschenbuch von ihr zu kaufen, da ich nicht wusste, ob sie mir gefällt, aber ich werde mir sicherlich noch einige Werke von dieser Autorin besorgen. Ja, es handelt sich im Prinzip um die Geschichte der jungen, immer wieder als jung bezeichneten, Mitte 40-jährigen Anita, die von Zürich nach Aachen zurückkehrt, ihrer alten Heimatstadt, weil sie einen Mann namens Mario eben nicht aus den Augen verlieren möchte. Sie folgt ihrem neuen Liebhaber eben nach. Dieser Mario ist ein Bergsteiger und ist dementsprechend relativ selten in Aachen. Anita ist also zu Beginn erstmal alleine. Und da versucht sie jetzt zum einen mal beruflich so mehr schlecht als recht Fuß zu fassen und arbeitet in einem ja relativ skurrilen Devotionalienladen, geleitet und geführt von einem Mann namens Marzahn. Dieser Marzahn ist sehr interessiert an alten Umgangsformen, an der Höflichkeit, an der sprachlichen Akkuratesse. Nichts ist ihm so sehr verhasst wie dieses Hallihallo, ihr Lieben. Der Moderne, wenn er sowas hört, dann möchte er in seinen Laden rennen und sich einpacken mit Kaiser Karl der Große Figuren, um sich eben immer wieder an der Kultur zu laben und aufzubauen gegenüber den Scheußlichkeiten der verwilderten und vollkommen für ihn heruntergekommenen Moderne. So, das ist also der eine Mensch, mit dem sich Anita umgibt. Auf der anderen Seite hat sie ihre Tante Emmy. Diese Emmy hat zu Beginn ihres Mutterlebens etwas Fürchterliches erlebt und da es auch genannt wird, auf den ersten Seiten kann ich es auch euch erzählen. Sie verliert nämlich ihren Sohn unter dramatischen Umständen. Die Emmy leidet jetzt in ihrem Haus, relativ zurückgezogen, lebt sie dort, umgeben von einer langsam drakonischer werdenden Haushälterin namens Frau Bartosch. Diese Frau Bartosch ist eben eigentlich eine Putzhilfe, wird nach und nach aber zu einer Art General im Haushalt und bestimmt irgendwann, was die Tante zu machen hat. Die Anita versucht, der Emmy allmählich zu helfen, versucht aber auf der anderen Seite auch mit ihr ein Gespräch darüber zu führen, was es eigentlich mit dem Tod des Sohnes auf sich hat. Denn sie weiß offenbar etwas, was sie eben der Tante irgendwie auch mitteilen will. Vielleicht um ihre eigene Schuld endlich mal auszusprechen, vielleicht aber auch um die Tante aus ihrem Trübsal, aus ihrer ja, emotionalen Befangenheit zu befreien. Wir haben hier, so wird schnell deutlich, verschiedenste emotional ganz tief liegenden Problemfelder. Und der Leser versucht jetzt eben gemeinsam mit vor allem der Anita den Wegen, den Lebenslinien zu folgen. Und er versteht auch bald,
welchen Einflussfaktor und welche Macht diese Geschichten haben. Denn die verschiedenen Figuren erzählen sich eben teilweise ihre eigenen Lebensbiografien und versuchen dem anderen so zu vermitteln, wer sie sind. Auf der anderen Seite bezieht sich die Anita aber gerade häufig auch auf historische Persönlichkeiten, zum Beispiel die Caroline Herschel, die Schwester des Astronomen Herschel, die den Uranus entdeckt hat, um damit vielleicht aber auch etwas anderes anzudeuten, um in der Gestalt einer historischen Figur auch eine Emotionalität oder eine Emotion oder einen Wunsch und eine Absicht zu transportieren, die dem anderen auf eine direkte Weise nicht vermittelt werden kann, da man sich vielleicht schämt oder da man nicht weiß, ob es verletzend dem anderen ankommt. Und damit wird hier, finde ich, auch das Geschichtenerzählen als solches eben ganz wunderbar in seiner Funktion auch mal beleuchtet. Das macht Kronauer eben dank ihrer auch hier Sprachgenialität, eine großartige Schriftstellerin, die mich in vielen Punkten an so ja, herausragende Schriftsteller des 20. Jahrhunderts erinnert hat, an Anna Segers, an Thomas Mann, mit also sehr gekonnten, sehr elegischen, weitreichenden, komplexen Satzstrukturen schafft Kronauer es hier eben das Geschehen und das Geschichtenerzählen als solches zu thematisieren. Hin und wieder ist das aber auch überfordernd. Man muss eben ja, sich darauf einstellen, dass man in einem Satz verschiedene Ebenen auch entwickelt hat, dass man nicht immer nur gerade ist man noch bei der Anita und plötzlich ist man dann darüber hinaus, aber auch auf einer abstrakten Ebene oder auf einer, plötzlich ist man bei einer anderen Figur des Romans. Also da muss man als Leser auch immer fleißig mitdenken und mir ist das nicht immer geglückt. Ich musste also auch einiges nochmal beim zweiten Lesen mir erschließen. Ich finde auch, dass die Figuren hin und wieder zu schnell und zu abrupt enden. Da hätte ich mir manchmal ein Problemfeld noch etwas genauer und ausführlicher behandelt gewünscht. Nichtsdestotrotz ist es aber ein sehr brillanter, ein großartig erzählter Roman. Besonders gut gefallen hat mir dann eben auch noch dieses weite Feld an Themen, das hier behandelt wird. Zum einen die Liebe zu diesem relativ kuriosen Mario, wo man auch nicht weiß, ist das jetzt eine ernste Liebe oder ist es eigentlich nur eine kleine Flamme, etwas Aufflackerndes, was bald wieder erlöschen wird. Dann aber auch diese Todesnähe, die manche der Figuren spüren. Und manchmal auch der Wunsch, eine Lebenserfahrung an den Nächsten weiterzugeben, was aber von den Nächsten vielleicht gar nicht gewollt wird, weil man einfach den anderen nicht so anerkennt, wie der es sich eben erwünscht. Und ja, das macht die ganze Sache eben, finde ich, für die verschiedenen Altersstufen an Lesern auch interessant. Und hin und wieder hat mir dieser derbe Humor dann auch gefallen, denn die Emmy wehrt sich hin und wieder dagegen, dass die Anita ihr solche komplizierten Satzstrukturen um die Ohren haut. Sie möchte manchmal einfach nur unterhalten werden und wissen, ob der Mario dann eigentlich gut im Bett ist, so um es mal ganz platt zu sagen. Und da haut sie dann der Anita manchmal solche Sätze rein, während die gerade sich in elegischen und sehr fein gesponnenen Gedankengerüsten aufhält. Sowas wie: Ach komm, Anita, jetzt komm mal zum Punkt, was redest du da? Das kann doch keiner verstehen, den Scheißdreck. So, und dann, mir gefällt einfach diese verschiedenen Ebenen, die Kronauer hier in den Roman bringt. Ich würde sagen, es ist ein, eben aufgrund der hin und wieder zu rasch beendeten Figurencharakteristik, kein perfekter Roman für mich. Aber ich denke, dass sie ein ähnliches Projekt für mich sein wird, also Kronauer wie Genazzino. Ich möchte das Gesamtwerk von ihr belesen, denn mir gefällt die Sprache unglaublich gut und auch diese ja hermeneutisch eben vielschichtig zu interpretierende Geschichte hat mich an vielen Stellen einfach auch überwältigt. Von mir bekommt es 7 von 10 Punkten. Ja, und das waren jetzt die 2 Bücher, die ich in der ersten Hälfte des Dezember gelesen habe. Es war also nicht sonderlich viel, aber ich hoffe, dass ihr zumindest jetzt an meinen Rezensionen dazu auch eure Freude hattet. Schreibt mir bitte auch in die Kommentare, gerade zu Kronauer, falls ihr ein Werk von ihr gelesen habt und mir empfehlen könnt. Da wäre ich nämlich auf eure Ratschläge sehr erpicht, denn ich weiß nicht, womit ich starte. Soll ich jetzt mit dem teuren neuen Buch starten oder gibt es da vielleicht auch aus ihrem alten oder aus ihren älteren Werken etwas, was hervorsticht? Da wäre ich euch sehr verbunden für Tipps. Damit wünsche ich euch jetzt eine schöne Woche. Habt eine relativ erholsame Weihnachtsvorbereitung. Ich hoffe, es ist nicht allzu stressig bei euch. Ich habe mich dem Thema jetzt noch nicht allzu sehr gewidmet, muss ich gestehen. Das heißt, bei mir bricht dann irgendwann 2 Tage vor Weihnachten das große Einkaufschaos aus. Aber so ist es nun mal. So habe ich es offenbar gewählt. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.